Seid gegrüßt, liebe Zivilisationsfreunde und solche, die es werden wollen. Ja, zu... Oh, ich sehe schon, der Bildschirm ist schon wieder verstellt. Könnt ihr nicht sehen. Ich muss das mal kurz einstellen. Ja, das kommt, weil das kein PC-Monitor ist, sondern den braucht man ja zum Glück nicht mehr. Sondern ein ganz normaler Fernseher und da verstellt sich manchmal das Bild. Ja, wir kommen so langsam in die Finale. Und ich hoffe, dass mit dem Ton funktioniert jetzt wieder. Ich hatte da ein bisschen Probleme. Ich bin aber ziemlich sicher, dass... das lag nicht an meinem Headset, sondern das war auf jeden Fall... das Aufnahmeprogramm. Ja, eben kostenlos. Da darf man eben nicht zu viel erwarten. Aber aufnehmen sollte das eigentlich schon. Gut, oh, hier ist auch noch eine ganz alte Einheit drin. Holla, die Waldfee. Oh, macht ja nichts. Ja. Wir sind hier gut vorangeschritten. Ne, und haben den Polen auch schon eine Menge abgeknöpft. Ich wollte jetzt eigentlich fast schon einen Friedensvertrag machen. Erstmal, damit ich auch zu meinem Raumschiffbau komme. Und das mache ich jetzt auch mal. Oh, du Schukasch! Hat er mich Arsch genannt? Kurwa! Friedensverhandlungen. Ich will nicht viel. Snobu-Tee. Ja, Snobu, ich alles haben wollen. Schamaida. Ne? Dobrze się zastanów, nie znów zlekceważysz Polskę. Polskę, ja, das weiß ich, dass du einer bist. Von euch haben wir ja auch genug hier. Ja, ich meine, ich bin natürlich einverstanden. Gut. Jetzt schließen wir auch Stadtstaatenfrieden. Schade, die hätte ich eigentlich auf meiner Seite haben müssen. Oh, hat der Pole da geschimpft. Aber gut, so kann ich meine Truppen mal ausruhen lassen. Das ist auch schon ganz vorteilhaft. Die postiere ich natürlich hier in der Nähe. Genau. Gehen wir mal auf Modus. Dann können wir uns auch langsam mal auf den Raumschiffbau konzentrieren. Den Polen kann man sich danach ja immer noch... Was willst du? Solche Verfehler, ja. Ja, das ist so typisch KI, noch zu drohen, wenn man gar nicht in der Position dazu ist. Alf, Alf möchte die Religion Vogelgrippe, das glaube ich auch. Ja, die Religion habe ich jetzt auch ein bisschen vernachlässigt, weil... es sind nur noch 3 Zivilisationen über und jetzt spielt es sowieso keine Geige mehr, sag ich mal so. Weil die Partie sich nämlich dem Ende neigt. Stadtverbindung eigentlich. Ja, das ist doch fein. So. Bleibt da mal. Ja. Die schicke ich mal zur Reparatur zurück. Atom-U-Boot bleibt mal in der Nähe. So. Die verlagern wir mal. Ach nee, erstmal. Dass die mal repariert werden, genau. Dann gehen wir mal auf Bereitschaft. Für den nächsten und letzten Stoß. Ja, den Shoshone habe ich ja auch nicht mehr als Freund, also... Der mag mich auch nicht mehr besonders. Aber das kann mir auch gestohlen bleiben, wenn mein Raumschiff erstmal abhebt.
Reparieren, jawohl. Schraube ich hier? Ach so. Schrauber draus. Apropos Raumschiff, wie findet ihr eigentlich so diese Zukunfts-Arno-Spiele wie 2070 und wie die alle heißen? Also ich habe sie ja mal angetestet und ich muss ehrlich sagen, ich bin da gar nicht von begeistert. Also es ist nicht... Es ist nicht das... Nee, Quatsch, Moment. Ich glaube, das verwechsel ich jetzt mit Arno. Aber da gab es ja auch diese... ach, wie hieß das jetzt noch? Dieses Zukunftszivilisationsding. Beyond Earth? Ja, ich glaube Beyond Earth. Also, genau, das hatte ich mal getestet. Ja, bei Arno war ja so ein ähnliches Problem gewesen. Da muss ich doch echt sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten irgendwie, ne? Also ich finde, dass Arno und Zivilisation, und da gleichen sie sich auch, so dieses Zukunftsszenario, ich weiß nicht, ich wurde da nicht warm irgendwie mit. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Ja, genauso Arno, dass das jetzt nach diesen Zukunftsszenarien kehren sie ja jetzt auch wieder zurück zu ihren Wurzeln und machen wieder so ältere Szenarien. Ich finde, da gehören die auch hin. Ne, nee, genau. Das hatte ich verwechselt mit Arno. Mein Beyond Earth, einige fanden das ja toll, ne? Also, wie gesagt, ich habe das mal getestet, aber ich wurde da nicht so... Ich weiß nicht. Ne? Obwohl das ja eigentlich logisch ist, ne? Klar, man startet von Zivilisation mit dem Raumschiff nach Alpha Centauri und da muss es ja irgendwie weitergehen, ne? Aber das haben sie irgendwie, naja, nicht ganz so optimal gelöst. Also, geht da gar nicht hin. Weil Arno ist nämlich auch ein Spiel, was ich unheimlich gerne spiele. Und ich finde, dass das beste Arno aller Zeiten ist für mich immer noch Arno Venedig. Da habe ich mir sogar überlegt, da auch ein Let's Play von zu machen. Mal schauen. Weil ich habe es jetzt auch länger nicht mehr gespielt. Also es würde mich schon reizen. Weil ich sehe überhaupt nicht ein, so Let's Plays zu machen, nur weil das Spiel aktuell ist oder so. Das ist, auf diese Schiene will ich erst gar nicht kommen. Ich mache Let's Plays, wo ich Bock drauf habe und mach keine Let's Plays, so wie viele andere. Nur weil das aktuell ist, ne? Nur um jetzt so ein Trendsetter zu sein. Ich bin sowieso ein Fan eher von Klassikspielen. Und das sehe ich auch irgendwie gar nicht ein. Finde ich auch quatschig, irgendwie nur um auf so einen Zug aufzuspringen und hier, ich bin der Erste. Ich habe als erstes Jurassic World jetzt gespielt oder irgend so, ne? Das ist irgendwie, ich finde das fürchterlich albern. Jurassic World übrigens habe ich mir auch mir ein Let's Play angeschaut. Und es ist schon ganz interessant, weil im Grunde genommen ist Jurassic World überhaupt kein neues Spiel. Es hat eine neue Grafik. Ja, das ist richtig. Aber wenn man mal genauer hinschaut, das hat es alles schon gegeben. Nämlich auf der PlayStation 1. Nee, stimmt gar nicht. Auf der 2. Genau, auf der 2. Jurassic Park. Das hat es alles schon gegeben. Und dann bringen sie das neu raus mit neuer Grafik. Als neues Spiel, natürlich ist die Grafik, das kann man natürlich nicht vergleichen, aber die ganze Spielmechanik,
Die gesamte Spielmechanik war schon da gewesen. Das ist echt erstaunlich. Haben nur viele vergessen. Das ist alles. Und ich dachte, ich traue meinen Augen nicht. Da kam sogar so ein ähnliches Spiel heraus wie Themenhospital. Themenhospital. Das fand ich auch irgendwie ganz lustig. Ich glaube, jetzt heißt es Two Hospitals oder irgendwie sowas. Und das hat es auch schon gegeben. Auf der PlayStation 1. Ne? Die Patienten werden gebeten, nicht in die Flure zu kotzen und so. Das war alles schon. Und wenn sie schon solche Spiele machen, dann machen sie die deutsche Übersetzung auch noch so so halbherzig. Ne, da sind die Texte sind dann deutsch, aber die Lautsprecheransagen, die sind dann auf Englisch. Ne, also verkaufen das denn als deutsches Spiel? Also ich weiß nicht. Gibt das so wenig deutsche Stimmen, die man nicht synchronisieren kann? Ja, das ist natürlich auch immer eine Geldfrage. Aber sowas muss doch nachgepatcht werden zumindest. Ne? Aber ich merke schon, ich schweife hier ab. Ich schweife ab. So. Oh! Rockband. Das ist immer gut. Auch zum Killerroboter. So. Die finde ich geil. Also die sind richtig cool gemacht. Ja, ich finde das auch so schade, dass meine Aufnahmen da abhanden gekommen sind. Beziehungsweise die Aufnahmen aber ohne Ton. Das ist echt blöde. Weil wenn man gerade so spontan was zu erzählen hat dazu, dann ist das ein echter Beschiss. Wenn man da so unterbrochen wird, ne? Aber es ist eindeutig das Aufnahmeprogramm. Okay, was soll's? Jammern nützt nichts. Ich verlagere mal meine Bomber. So. Ja, brauche ich im Moment nicht. Eine Rockband, lass mir doch mal rocken. Miau, miau. Und dann so ein Orchester zeigen, ne? Eine Rockband und dann sowas hier. Naja. So. Ja, man merkt schon, die Arbeiter haben auch nicht mehr so irre viel zu tun. Ich sehe eigentlich, da ist eigentlich noch ganz gut Bauland, was sie beackern können. Oder da eine Fabrik. Konstantinopel. Da, wo Theodora nichts draus gemacht hat, das muss dann ich machen. Aber man darf von der KI auch nicht zu viel erwarten. Ne? Das ist... Und es hängt natürlich auch vom Schwierigkeitsgrad ab. Ne? Ganz eindeutig, ganz klar. Das darf man ja auch nicht vergessen. So. Wie gesagt, ich hätte hier auch weiter Polen behaken können. Aber ich habe darauf verzichtet. Bom, bom. Damit ich, wie gesagt, auch mit dem Raumschiffbau mal vorankomme. Weil das dauert ja ewig, ehe ich hier ganz Polen erobert habe. Der hat sich ja auch hier unten schon ausgebreitet. Und dann dauert das nämlich auch nicht lange, eher der Shoshone rummuckt, obwohl der militärisch wahrscheinlich auch nichts zu bieten hat, aber trotzdem. Jeder Massenpunkt zieht jeden anderen Massenpunkt mittels einer Kraft an, die umgekehrt proportional zum Quadrat des Abstandes der beiden Massen ist. Ne? Habt ihr auch verstanden, ne? Sagt Newton. Ja.
Eine große Persönlichkeit geboren. Jawohl. Das ist doch fein. Ja, die gehe ich alle mal auf. Ja, die brauche ich aber im Moment gar nicht. So. Gehen mal schlafen. Globalisierung. Ja. Und Hubble war ja auch noch im Bau gewesen. Genau. Das wollen wir ja auch noch mal mitnehmen. Aha. Może być twoim ostatnim. Ostatnim. Kurwa! Hast du versucht? Ein Agenten. Ja, ich vergebe euch. Dobrze. Du hast sowieso nichts mehr zu melden. Ob du mir jetzt noch eine Technologie klaust oder in Konstantinopel fällt ein Fahrrad um, ne? Also. Ja. Ulmi baut noch einen Flughafen, ja. Ach, da ist das ja. Wunderschön. Und zwei kostenlose Wissenschaftler. Auch das noch. Ja. Technologie entdeckt. Die elektronische Vernetzung resultiert darin, dass die Welt zu einem globalen Dorf wird. Das ist wohl wahr. Und noch ein Wissenschaftler, ja, habe ich ja im Moment gar nichts zu tun. Ja, das kann da drinnen bleiben. Brauche ich auch nicht. Philadelphia, ja. Raumschiffteil. Er ist Motor, da ist er ja. Genau, ich glaube, den braucht man auch nur einmal. Wenn ich mich recht erinnere. Ja, Seehafen. Ja, das spielt jetzt hier eigentlich gar keine Rolle mehr, das hier, was ich jetzt hier mache. Weil danach hat sich das sowieso erübrigt. Aber ich mache das jetzt einfach mal. Ja. Wirtschaftsfinanzierung. Auch das spielt jetzt eigentlich keine große Geige mehr. Nicht zu diesem Zeitpunkt. Genauso, ob ich jetzt noch Tarnkappenbomber bauen kann oder nicht. Es ist eigentlich Jacke wie Hose. Aber egal, das gehört nun mal dazu. Es muss ja irgendwie weitergehen. Na, man darf ja auch nicht vergessen, spielt man das hier in so einem Multiplayer. Ne? Dann geht es ja auch um die anderen Plätze, sag ich mal so. Ne? Dann wird das Ganze auch wesentlich ausgefeilter als mit den KI-Gegnern natürlich. Aber gut. Also diesmal kontrolliere ich aber, ob der Ton noch was geworden ist. Sonst muss ich das nochmal wiederholen. Bleib mal, wo du bist. Spielt auch keine Rolle. Er ist Stasekammer. So. Die führen wir mal dahin. Ja. Gott, oh Gott, oh Gott, was ich hier alles erobert habe. Die Liste nimmt ja gar kein Ende mehr. Ja, die Flugabwehr. Also, ich glaube, ich bin hier während der ganzen Partie nicht einmal angegriffen worden.
Aber trotzdem, man kann ja nie wissen. Das Einzige, was mich überrascht hat, dass das hier ein polnischer Siedler auf einmal aufgetaucht ist. Ausgerechnet ein polnischer Siedler taucht hier auf. Was wollte der? Doch nicht etwa siedeln. Hör auf. Ja, wie oft muss eigentlich die letzte Kammer gebaut werden? Eigentlich müsste das schon durch sein. Naja, dann nehme ich nochmal Düsen hier. Ja, es ist aber... Ich glaube, das war nur, wurde nur einmal gebaut. Ja. Ein Gerichtsgebäude. Ach, darf ich noch einen Vorschlag machen? Ja. Weltideologie. Ordnung hatte ich, ne? Ja. Schützen, Panzern und Schlachtschiffen. Könnt ihr euch den Respekt eurer Berater, eures Kabinetts, eurer Verbündeten und eurer Feinde verschaffen? Wie wird man sich an euch erinnern? Wird man eure Güte, eure Gerechtigkeit und eure glänzende Kultur bewundern? Werdet ihr Weltwunder errichten, aufregende neue Technologien entdecken? Werden die Menschen über Generationen hinweg von der Größe und dem Ruhm eurer Städte schwärmen? Ich habe entdeckt. Ich habe geführt. Ich habe erobert. Ich habe inspiriert. Ich habe eine Zivilisation geschaffen, die Zeit überdauert hat. Wofür wird eure Zivilisation stehen? Sid Meier's Civilization 5. Jetzt erhältlich.